Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Read Skyrim. Und wir haben dann noch ein Buch, das die Nord angeht, nämlich die Nord von Himmelsrand. Die Nord von Himmelsrand, mein Volk, mein Stolz, ehrenwerter Leser, mein Name ist Hortmund Wolfherz und ich bin ein Nord, mehr noch ein Nord geboren und aufgewachsen in Himmelsrand. Ich schreibe dieses Buch in der verzweifelten Hoffnung, dass der Rest Tamriels mein Volk so sehen möge, wie es das verdient, und diese Provinz als das, was sie wirklich ist, ein Ort unbestreitbarer Schönheit und Kultur. Ein Teil von dem, was euch bekannt ist, ist unzweifelhaft richtig. Körperlich sind wir Nord ein eindrucksvoller, oft einschüchternder Anblick, hochgewachsen, starke Knochen und stramme Muskeln. Unser Haar ist meist blond und wird geflochten getragen, wie es seit Generationen Sitte ist. Wir sind oft in die Pelze von Tieren gehüllt, denn diese sind in Himmelsrand reichlich vorhanden und es wäre dumm von uns, eine so üppige Ressource nicht zu nutzen. Wenn ihr bis hierher gelesen habt, dann seid ihr vielleicht überrascht von dem Gewicht meiner Worte und der Bildung meines Wilden aus dem Norden. Ja, viele Nord können sowohl lesen als auch schreiben. Mein Vater lehrte mich schon früh die Buchstaben, als ich noch ein Kind war, so wie es sein Vater tat und dessen Vater vor ihm. Doch die Leistungen der Kinder von Himmelsrand sind zahlreich und gehen über den bloßen Umgang mit Worten hinaus. Denn wir sind auch Kunsthandwerker und haben im Laufe der Zeiten gelernt, Stahl so zu bearbeiten, wie ein Bildhauer Stein bearbeitet. Ja, ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie Besucher auch aus Hochfels und Syrodil beim Anblick der Klingen ungläubig in Tränen ausbrachen, die in den Feuern der Himmelschmiede gehämmert und unter den von den Göttern berührten Händen des Graumännerclans zu funkelnder Tödlichkeit geschliffen wurden. Doch wie kann dies sein? Fragt ihr? Wie sind solche Leistungen bei einem Volk möglich, das dem Dreck und Schnee noch nicht entstiegen ist? Erneut verstellen provinzielle Vorurteile den Blick auf die Wahrheit. Die Städte von Himmelsrand legen Zeugnis für den Erfindungsreichtum und die Handwerkskunst der Nord ab. Die bedeutendsten unter ihnen sind Einsamkeit, Sitz des Großkönigs und Hauptstadt der Provinz. Windhelm uralt und ehrwürdig, ein Juwel im Schnee, Markart in längst vergangenen Zeiten in den lebenden Stein gehauen, Rifton, das sich in die goldenen Schatten des Herbstwaldes schmiegt, der uns köstlichen Fisch und Met liefert, und schließlich Weißlauf, errichtet um die Halle von Jovaskel, Heimat der edelsten Gefährten und der verehrten Himmelsschmiede. Und nun, ehrenwerter Leser, wisst ihr Bescheid, wir Nord sind alles, was ihr euch vorgestellt habt, und so vieles mehr. Doch lasst dieses Werk nicht euer einziges Tor zur Wahrheit sein. Bucht eine Fahrt mit der Kutsche oder mit dem Schiff und tretet selbst die Reise nach Norden an. Seht Himmelsrand mit eigenen Augen, seht Himmelsrand, wie es die Nord sehen, seit die Götter einst die Welt geformt haben. Nun gut, Leute, jetzt wissen wir endlich, was und wer wir sind. Wir sind so vieles und so vieles mehr. Und das muss ich euch gleich zeigen, ja. Unser Mädel, blond, blauäugig und groß gewachsen, ja. Genau so sehen Nord aus. Geflochtenes Haar dazu. Okay, Leute, das war euer Toso für Let's Read Skyrim. Wir hören uns wieder. Schönen Abend. Ciao.